Hallo und willkommen zu einem neuen Dokkan Battle Info Video. Und heute Morgen, für mich hat es sich jeweils nach morgen angefühlt. Ich habe kein Zeitgefühl gehabt, aber auf jeden Fall kam heute die Info, die uns nicht mehr ganz so sehr überrascht hat, nachdem ich glaube Dokkaner war, das schon geleakt hatte vor ein paar Tagen, dass da auf jeden Fall was auf uns zukommt. Das Einzige, was jetzt interessant war, ist auf Global oder auf der japanischen Version. Das hatte ich geklärt, weil Global Exclusive gibt es jetzt in den nächsten Tagen eine neue LR Ultra Instinct Karte. Also, ja, ich meine, dass es irgendwann kommt, war klar, aber dass sie es jetzt vor dem Anniversary reinquetschen, hat mich dann auch nochmal ein bisschen so... Okay, mutiger Move. Und direkt mal vorweg, es ist ein neuer Ultra Instinct, ja. Er hat, glaube ich, mit eins der geilsten Arts im Game, weil das einfach schon straight outer Anime aussieht, aber auf einer brutal geilen Ebene, wenn ihr mich fragt. Und was aber ein paar enttäuschen wird, also einerseits LR-Karte, okay, cool, hätte auch ein Dokkanfest sein können, kommt eh irgendwann. Aber es hat kein Active Skill. Oder eine Transform-Mechanik, also sprich, es ist wirklich nur Goku Ultra Instinct Sein, also nicht die perfekte Version, nicht irgendwie auch verwandelt, transformbar, es ist einfach nur der normale Ultra Instinct. Stört mich nicht groß, weil ich finde die Form in dem Design, glaube ich, sogar schon besser als halt die Transformte, und da es eh nochmal irgendwann sowas geben wird, wo sie das dann wieder raushauen, bin ich eigentlich echt zufrieden mit dem, was das hier geworden ist, weil es ist schon eine mega nice Karte. Und zwar, gehen wir endlich mal drauf ein, was sie überhaupt kann, ich weiß, darauf seid ihr hier. Wenn ich einfach mal auf Twitter vorbeischaue, und da kriegt ihr die News natürlich auch von der Dokkan-Seite direkt. Er boostet mit dem Leader Skill Realm of God Kategorie mit 4 Ki, HP, Attack und Defense plus 130%. Oh, Moment, jetzt muss ich hier hingehen, damit ihr es richtig sehen könnt. Naja, 130% oder Super STR Ki plus 4, HP, Attack und Defense plus 100%. Ist jetzt tatsächlich, hat mich ein bisschen enttäuscht, weil ich habe mir sehr gewünscht, dass er halt Realm of Gods irgendwie den alten Goku ablösen würde oder den Zamasu auch. Das Ding ist aber, ich glaube, der alte Goku hat 150. Zamasu ist da schon besser dabei mit 170 Attack, glaube ich, und 30 Defense, ich weiß gerade nicht. Aber auf jeden Fall, dass er halt 130 nur gibt, was schon noch weniger ist, als wir eh schon hatten mit einer Unit, die wenig Boost hatte, gefühlt. Das ist, das geht mir einfach straight up auf den Sack. Also, dann hätten sie von mir aus auf 170 ballern können und den Super STR Leader Skill rauslassen, weil warum zum Fick juckt es mich, dass da wieder 4 Ki und 100 für STR drin sind, aber... Okay. Sehr enttäuschend für mich an der Stelle, aber... Gut, man kann ihn ja trotzdem spielen im... Ach nee, kann man nicht, weil man den Leader nimmt, muss man ihn nehmen, weil man nicht den alten Goku als Leader nehmen kann zusammen. Die Ulti! Immerhin, die Ulti... Ah, verdammt, Moment, dafür gehen wir hier hin erstmal. Die Ulti disabled die Guard vom Enemy bei der ersten und macht kolossalen Damage. Und bei der zweiten mega kolossaler Damage und disabled auch wieder die Guard. Ist eine sehr geile Sache, vor allem da es meiner Meinung nach ein bisschen spezieller wirkt jetzt auch, weil ich habe nicht oft im Kopf gerade, dass wir disabled Guard Ultis hatten. Also die Methode an sich natürlich oft benutzt, aber ist geil. Kleiner Nebeneffekt. Und die Passive natürlich. Attack und Defense plus 77% und eine großartige Chance, Great Chains, den gegnerischen Attacken, auch Superattacken auszuweichen für 7 Turns. Nachdem die 7 Turns vorbei sind, haben wir eine hohe Chance, den gegnerischen Attacken auszuweichen, auch Superattacken. Und vom 8. Turn an, ja, tatsächlich erst ab dann ist das möglich, habe ich das jetzt gerade richtig gesehen. Starting from the 8th Turn. Plus? Nee, Moment. Ah, ich habe es einfach nur falsch schon vorgelesen. Das tut mir leid. Natürlich, ab dem 8. Turn ist dann das, was ich gerade meinte, dass die Chance sich auf High Chains ändert. Und allgemein gibt es aber noch Additional Key plus 1, bis zu 7 stapelbar. Und Attack und Defense plus 11%, bis zu 77 stapelbar. Mit jeder Attacke, denen er ausweicht. Also hier ist es wirklich eine kleine Glückssache, weil hier kommen jetzt kleine Vietnam-Flashbacks und Trauma hoch, wo Leute wie ich natürlich auch schon mit dem Ultra Instinct Classic, den wir damals alle begehrt haben, in Events ziemlich kassiert haben, weil er einfach mal nicht ausweichen möchte. Ja, und jetzt, dass wir eine Passive darauf aufgebaut kriegen, die stärker wird, wenn er ausweicht, macht mir ein bisschen Angst, aber an sich eine trotzdem nice Sache, 77% da, nochmal 77% da rauszuholen. Ich denke mal, es wird möglich sein, und wir stellen uns das wahrscheinlich jetzt ein bisschen schlimmer, beziehungsweise ich stelle es mir ein bisschen schlimmer vor, als es im Endeffekt dann sein wird. Aber hier hätte man auch sagen können, einfach nur mit jeder Attacke, die man abkriegt jetzt, weil, obwohl, vielleicht, wenn man nicht gehittet wird, und dann ist es noch schlimmer, wenn man dann nie, ah, verdammt. Mit jeder performten Attacke, ich weiß es nicht, weil das ist eine Sache, die dann wenigstens nicht so auf Glück basiert. Das ist da für mich immer ein bisschen, naja, egal. Gut, so viel dazu. Also, die Karte an sich, kann man also sagen, der Leader Skill feiere ich jetzt nicht persönlich. Ihr wisst warum. Die Passive ist gut, kann man besser machen, aber finde ich trotzdem nicht wirklich bad. Also, hätte ich Bock drauf mit zu spielen. Die Sache ist natürlich das Einzige, was so ein bisschen da jetzt reingrätscht ist, dass der rauskommt zu einer Zeit, wo wir alle Stones sparen wollen eigentlich. Und es mir schon wieder sehr in den Fingern juckt. Hätte ich das gewusst, hätte ich nicht beim Goku Vegeta Banner gesammelt. Dann hätte ich eigentlich wirklich wäre ich auf ihn hier gegangen vom Anniversary nochmal. Aber das ist die Kacke, wenn was auf Global zuerst kommt. Wir sollten uns nicht beschweren, nebenbei. Ist nur gesagt einmal.
Achso, die Links habe ich übrigens nicht vorgelesen, aber die sind ganz halt offen gewesen. Die dürfen euch bewusst sein. Allein schon, dass er Prepare for Battle hat und Over the Flash ist eine sehr nette Sache. Kamehameha macht Sinn. Bei der Ulti werdet ihr gleich sehen, warum. Schönes Ding. Ja, Thema Summon. Ob ihr das jetzt tun solltet, ist natürlich eine. Viele nennen es einfach Bait, was es auch sein soll, kurz vorm Anniversary so eine geile Karte zu droppen. Andererseits ist hier bald auch wirklich eine gute Karte. Und jetzt ist die Sache, wenn ihr euch überzeugt seid, gehen wir jetzt mal auf einen Teil ein, der mir jedenfalls schon jegliche Hoffnung, genommen hat, weil ich weiß, ich werde es nicht aushalten, nicht zu summonen in diesem Banner. Gönnt euch doch einfach mal kurz die Super-Attacke. Ja, wie ihr gesehen habt, ist das nicht nur einerseits eine schöne Attacke, was die normale Super angeht. Ist fast eine Selbstverständlichkeit, aber wie gesagt, nur fast. Die sieht schon sehr, sehr gut aus. Und andererseits muss man aber auch sagen, bei der Ultra Super, wenn man eh das beste Kamehameha aus der Serie nimmt, dann ist es klar, dass es eh nur eine sehr, sehr geile Animation werden kann. Und genau das haben sie auch hinbekommen. Deswegen ist der Struggle so hart, was ich ja meinte, dass man bei der Unit eigentlich nicht ziehen sollte. Aber andererseits ist sie nicht schlecht und andererseits fährt sie schon wieder mit so einem kranken Aufwand bei der Super-Attacke auf, dass man da wirklich zu kämpfen hat mit. Dieser letzte Shot einfach. Einem LR würdig. Einem so geilen Charakter einfach auch würdig. Also, da war es für mich komplett vorbei. Wie gesagt, was ich vorhin auch meinte, der Dragon Ball Z Dokkan Battle offiziellen Twitter-Seite könnt ihr gerne folgen. Dann werdet ihr sowas auch schneller mitbekommen, falls ich es noch nicht getan habe. Was Global Exclusives angeht, ist halt hier auch mal die Stelle, wo ihr die Leaks dann erfahrt. Also mit Leaks meine ich jetzt auch wirklich alles. Es wurde ja schon angeteased, dass wir einen Goku kriegen. Aber die Infos jetzt, Pässe, wie das geht. Ulti etc. Animation habt ihr halt von hier. Die Sache ist natürlich auch, es ist kein Dokkan Festival Banner, sprich wir sammeln nicht mal rote Coins, wenn wir hier summonen, ja. Es dürfte ein Legendary, sprich Banner sein, sprich gelbe Coins. Das waren doch die, ich glaube schon. Blauen wir nochmal die anderen, nochmal die Support Chars. Wenn ich mich nicht irre, genau, es dürften die goldenen Coins sein. Wir wissen auch jetzt gerade in der Sekunde noch nicht mal, wie das Banner aussieht. Ich denke mal, was anderes als er wird nicht gefeatured sein. Warum? Also... Nett wäre ein Rising Carnival, bezweifle ich aber brutal stark. Ich weiß nicht mal, ob das möglich ist, weil wir hatten auf einmal einen aus dem Nichts auf der globalen Version ja mit dem Goku, aber ja, ihr wisst schon, wie ich das meine. Die Sache ist kritisch, die Sache ist wirklich kritisch. Euch kann ich nur sagen, ihr solltet euch beherrschen im besten Fall. Ich meine, ich habe 500 Stones, das ist eigentlich, ich wollte 500 fürs Anniversary haben, ich werde trotzdem. Weiß ich nicht, wie viele Multis machen in dem Banner hier und mich dann ärgern am Ende, dass ich mit um die 300 wahrscheinlich im schlimmsten Fall in das Anniversary gehen werde und dann auch noch ohne Goku, aber es ist einfach zu krass. Es wäre auch viel krasser, wenn wir wenigstens eine kleine Art von Special Summon hätten, damit das hier nochmal verlockender wird, weil wenn sie wirklich eine Trap fürs Anniversary auslegen wollen und sie funktionieren soll, wäre hier der perfekte Zeitpunkt natürlich wieder für eine runtergesetzter Multi- oder Bonus-Multi-Aktion wenigstens. Also mit irgendwas müssen sie schon locken. Wobei ich mir sicher bin, dass Ultra Instinct alleine halt genug sein wird, um viele anzulocken. Weil ihr seht ja schon, wie ich jetzt darüber spreche. Und ich würde mich freuen, wenn sie uns mehr bieten würden, um uns zu locken. Aber sind wir ehrlich, das ist nicht nötig. Ich bin jetzt schon komplett begeistert von dieser Karte und werde absolut alles tun in Zukunft, um sie zu erhalten. Weil ich mir sicher bin, das passiert immer, sobald eine Karte ihr zweites Rework erhält. Oder ihr erstes Rework besser gesagt, das gab es ja schon mal. Es kam ein neuer Rose, Matze wollte den neuen Rose haben. Man hat Angst vor dem Meme, vor der Wiederauferstehung. Ich überspiele konkret, dass ich den neuen dreifachen Angel Goku nicht gezogen habe, weil ich Angst habe, dass sich da eine Sache ergibt, die sich schon einmal ergeben hat vor einer Weile bei einem Tech Goku. Und genauso viel Angst habe ich jetzt bei dem Release von einem Ultra Instinct Son Goku, dass ich auch hier wieder sitzen werde mit knapp anderthalb Jahren und beachtliche Zeit daran verschwenden werde, eine Karte zu pullen, wo es mir erst sehr vor kurzem quasi gelungen ist, die alte Version davon zu kriegen. Ja, manche Sachen lösen einfach ein paar Ängste aus im Spiel von Chefs, die man gar nicht so in Erinnerung hatte. Aber gut, soviel zum neuen Goku. Ich werde euch natürlich informieren auf Twitter, wahrscheinlich nicht in einem einzigen Video, wenn klar ist, wie das Banner da aussieht und wann der denn jetzt genau kommt, da wird ja noch jeden Fall noch mehr kommen. Aber bis dahin, schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare, was ihr denn von diesem Goku haltet. Ich kann mir schwer vorstellen, dass Leute ihn nicht als eine gute Karte oder, also nicht die beste natürlich, aber als eine gute durchschnittliche Karte ansehen, auf die man jeden Fall setzen kann, aber
Ich verstehe auf jeden Fall, wenn ihr halt sagt, dass ihr wegen dem Anniversary absolut nichts von dem Event hier haltet und das Ganze dann ein bisschen skippen wollt. Wie gesagt, lasst mich das in den Kommentaren gerne wissen und wir sehen uns dann die nächsten Tage wieder. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dürft ihr gerne ein Like da lassen, genauso auch ein Abo, beziehungsweise die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst, weil in der Box findet ihr mich eher weniger. Bis dahin, haut rein, vielen Dank fürs Zusehen, Tschernobyl und ciao!